willkommen, meine Damen und Herren, zu Wilhelm Friedlis Gepläuder über Tabak. Ich bin euer Gastgeber, Wilhelm Friedli. Wie viele von euch wissen, wir haben unseren Gast eine Zeit lang in diesem Programm gewartet. Professor Max Wünschler ist heute Morgen aus Heidelberg gefahren. Also, was lehrst du da, Professor? Ich lehre da deutsche Literatur. Wunderschön ist es, zu hier sein. Danke, Wilhelm. Es ist gut, zu mit dir sein, Professor. Also, was ist das Werk, über dem du sprechen wirst? Ich lese jetzt Hyperion meistens. Ich kenne das Buch. Huldelin ist ein hoheitsvoller Dichter. Er benutzt gewaltige, homerische Themen und geschickten, effektiven Metaphorik. Natürlich, die interessanteste Sache über Hyperion ist nicht, dass es ein Gedicht ist. Es ist wahrscheinlich sein wichtigstes Werk. Und es ist in der Prose geschrieben. Wann ist es geschrieben? Der zweite Teil ist in 1799 herausgebracht. Das ist nicht vor langer Zeit. Huldelin spricht seinen Volk über seine Zeit, aber er spricht auch uns. Zu kennen, dass Bellarmin nie antwortet, ist die wichtige Sache. Griechenland, Hyperion, spricht mit Anklang von seinen antiken Götter und Helden. Aber Bellarmin ist nur anzuhören gelassen. Huldelin sagt, dass er sein Buch zu dem deutschen Volk versprechen möchte. Aber er kann das Versprechen nicht. Die Auswirkung ist, dass seine Botschaft ist für sie, die die Botschaft verstehen können. Aber gibt es keine Schule, die gegen diese Auswirkung spricht? Diese Schule ist die historische Schule. Die Anklage ist, dass Huldelin den Dichter von deutschem Nationalismus war. Dass Huldelin dachte, dass im Ausdruck von Nietzsche er ein Verbesserer von Menschheit war. Aber wenn Huldelin dachte, dass Gott in Athen geboren ist, gibt es manche Beweise, dass er dachte, dass Gott in Athen bleiben wird. Aber das meint nicht, dass sie gelassen ist. Athen symbolisiert Natur in Hyperion. Also die Göttlichkeit ist immer eine Möglichkeit. Wo er kommt ins Licht, ist nicht verbunden mit etwas besonderem Volk. Ich erinnere mich etwas verbunden mit dem. In Hyperion gibt es nur ein wahres Gedicht. Das Lied von Adamas. Auf den ersten Blick ist das Gedicht eine Wehklage. Hyperion ruft Figura Genial benannt, die an uns die glänzende Götter gerührte von göttlichen Brise erinnert. Und dann in der letzten von drei Stanze entgegentreten wir das Metaphorik von leidenden Menschen. Die Form von dem Gedicht auch macht die Metaphorik von dem Wasserfall, die Strophe rummelt ins Einandere und alles ins Vergessen und Ungewisse fallen. Aber wir haben hier kein Bild von einer Wehklage, denn das Wort uns, das am Anfang vor die dritte Stanze erscheint, ruft zurück die Genien, wie sie sind weit entfernt. Dann spricht er über Menschen, die fallen ins Vergessen, Düsternis, wie ins ein Loch oder Hülle. Gleich erscheint seine Diener, der ihm ein Sinnschreiben von Diotima gibt. Hier sehen wir die Anrufung Hüllelins von Plato, denn es war das Mädchen Diotima,
die Seherin, die Sokrates über Eros gelehrt hat. Hierdurch ist Hyperions gerührt wie die Genia in seinem Lied. Hylderlin lehrt uns, wie Adamas gelehrt Hyperion. Er bringt uns zurück nach Athen, ins Natur, die immer eine Möglichkeit ist. Die Saiten, die mit den Genia singen, einmal mit Hyperion, wie er singt sein Lied, erscheinen. Ewigkeit lebt nicht in Büchern oder Gedichten, aber in den Augen von Menschen, in Logos. Menschheit ist das logische, sprechende Getier und die Genia sind immer möglich. Menschliche Natur und Natur sich selbst sind ewig, denn in Menschheit, in deren Augen es Ewigkeit, findet Natur sein. Wirklich, sehen wir hier, dass, wenn Hildelin die Nation fegt, er dachte, dass die Nation die beste Hoffnung für Philosophie war. In der Tat. Hildelin war wirklich ein guter Student von Plato. Erinnere dich, dass Plato Sokrates lehrt Glaukon, wie Plato uns lehrt. Weil wir haben jetzt keine verbleibende Zeit. Sie können morgen Abend unsere Sendung einschalten, wenn Sie Diskussionen von Wolfgang mögen. Wenn Sie Wilhelm Friedli wahren möchten, können Sie unseren Online-Markt besuchen. Wir haben billigen Preisstand.